Dies ist ein einfacher Stirling-Motor. Dieser gewinnt Arbeit aus der Ausdehnung eines Gases. Und genau darum soll es heute gehen, um die Expansion eines Gases, wie viel Arbeit man gewinnen kann, wie viel Arbeit man aufwenden muss, um ein Gas zu komprimieren. Dieses Bild hier wird uns immer wieder begleiten auf unserem Weg zur Volumenarbeit von Gasen. Wir haben ein Gas in einem Zylinder, abgetrennt von der Umgebung durch einen beweglichen Kolben. Das Gas ist entweder isoliert, adiabatisch, wie man sagt, oder es ist isotherm, sodass die Wände ideal wärmeleitend sind. Das Gas kann sich dann ausdehnen oder zusammenziehen. Die zentrale Formel, die wir benötigen zur Berechnung der Volumenarbeit, ist hier aufgelistet. Minus äußerer Druck mal Volumenänderung. Die Frage ist jetzt, wie steht es mit dem äußeren Druck? Und tatsächlich ist diese Frage die zentrale Frage, denn vom äußeren Druck hängt es tatsächlich ab, ob überhaupt und wie groß die Arbeit ist, die ein Gas abgibt. Hier nochmal die beiden Grenzfälle, die man sich denken kann bei der Kompression eines Gases. Wenn ich dieses Gas hier komprimieren will, kann ich entweder so vorgehen, dass ich sehr langsam komprimiere, sodass Wärme, die vielleicht auftritt, komplett an die Umgebung abgegeben werden kann, sodass die Temperatur des Gases sich nicht ändert. Dann hätten wir den isothermen Fall. Oder ich gehe so vor, dass ich das Gas isoliere, sodass überhaupt keine Wärme fließen kann. Wenn ich jetzt komprimiere, es tritt ein Energieeffekt auf, dann würde sich das Gas erwärmen. Also die Temperatur des Gases würde sich erhöhen. Das sind die beiden Grenzfälle, isotherm im oberen Fall, adiabatisch in unserem Fall. Der obere Fall, isotherm, kann angenähert werden durch ein sehr langsames Komprimieren. Der untere Fall durch ein sehr schnelles Komprimieren, denn dann hat die Wärme keine Zeit, an die Umgebung abgegeben zu werden. Diese beiden Grenzfälle kann man ergänzen durch einen realistischeren Fall. Ein Teil der Wärme bleibt im Gas, ein Teil wird abgegeben. Polytrop nennt man das. Wir berechnen zunächst mal die Arbeit, die ein Gas abgibt, wenn der äußere Druck gleich 0 ist. Wir haben also ein Gas, zum Beispiel komprimiert. Der Kolben ist befestigt mit der grünen Markierung. Der äußere Druck ist 0. Wir lassen den Kolben los. Der Kolben bewegt sich spontan freiwillig zur roten Markierung. Die Arbeit, die dabei abgegeben wird, ist 0, denn wir haben keinen äußeren Druck, keine äußere Kraft. Wir können diese Arbeit im PV-Diagramm darstellen. Wir haben den Zustand römisch 1, römisch 2, aber entscheidend ist der äußere Druck. Der befindet sich auf Null-Level, Integral unter diesem Null-Level ist 0. Ich kann jetzt mehr Arbeit gewinnen, wenn ich den äußeren Druck erhöhe. Und ich kann die maximale Menge an Arbeit gewinnen, wenn der äußere Druck genauso groß ist wie der innere Druck. Diesen Fall nennen wir den reversiblen Fall. Wir brauchen einiges an mechanischem Aufwand, um diese Gleichheit von äußerem und innerem zu bewerkstelligen. Aber es ist im Prinzip machbar. Wenn jetzt das Gas expandiert vom gleichen Anfangszustand zum gleichen Endzustand, dann wird ein Gewicht angehoben, dann wird die maximale mögliche Menge an Arbeit gewonnen, die auch ausreicht, um den Prozess wieder umzukehren, daher der Name reversibel. Im PV-Diagramm gewinnen wir jetzt die Fläche, die zwischen der Isotherm, also der Hyperbel, und der X-Achse aufgespannt wird. Mehr Arbeit können wir nicht gewinnen. Das sind die beiden Grenzfälle. Spontan, nutzarbeitsfrei, reversibel, maximale Arbeit wird gewonnen. Wir werden uns vor allem auf diesen letzten Fall konzentrieren, weil man damit gut rechnen kann.
reale Expansionen laufen immer so ab, dass ein Teil der Arbeit nicht gewonnen wird, sind also zumindest ein bisschen irreversibel. Wir wollen die Rechnung durchführen. Volumenarbeit ist minus Px dV. Px ist P, reversibler Fall. Wir rechnen also das Integral hier aus. Für ein ideales Gas ist das sehr einfach, denn für ein ideales Gas haben wir die Zustandsgleichung. P mal V ist N mal R mal T oder nach P aufgelöst nRT durch V. Wir setzen in das Integral ein, können nRT vor das Integral ziehen, denn diese Größen sind konstant, wenn wir bei konstanter Temperatur arbeiten. Integral 1 durch V dV, ein Basisintegral, ist Logarithmus von V. Das bedeutet, wir haben diese wichtige Gleichung für die isotherme, reversible Expansion eines Gases. Minus nRT ln Endvolumen durch Anfangsvolumen. Diese Formel gilt auch für die Kompression. In dem Fall ist das Endvolumen kleiner als das Anfangsvolumen. Die Arbeit wird dann positiv. Die Arbeit, die wir aufwenden müssen, um im isothermen Fall ein Gas zu komprimieren. Diese Indizes bei der Arbeit, isotherm und reversibel, sind sehr wichtig, denn Arbeit ist keine Zustandsgröße und das heißt, wir müssen den genauen Weg angeben, wie die Arbeit erfolgt, und das ist mit isotherm und reversibel getan. Diese Arbeit entspricht der hier blau markierten Fläche. Und wenn wir jetzt den ersten Hauptsatz für geschlossene Systeme betrachten, der da lautet dU gleich dQ plus dW, dann können wir auch die restlichen Energiegrößen noch ausrechnen. W haben wir ausgerechnet. dU ist in diesem Fall gleich 0, denn wir haben ein ideales Gas. Wir haben isotherme Verhältnisse, bedeutet, die Energie ändert sich nicht. Denn die innere Energie eines idealen Gases ist nur von der Temperatur abhängig. Wenn sich die Temperatur nicht ändert, ändert sich auch die Energie nicht. dU ist gleich 0 und das bedeutet Q ist gleich minus W. Bei unserer Expansion wurde also die Arbeit minus nRT ln VE durch VA abgegeben und entsprechend das Negative dieses Wertes nRT ln VE durch VA an Wärme aufgenommen. Wir haben hier einen Prozess, bei dem Wärme in Arbeit umgewandelt wird. Eine Wärmekraftmaschine, zumindest ein Teil davon. Wir wissen, dass nach dem Bolle-Mayotte'schen Gesetz P mal V gleich konstant ist. Und wir können dann die Volumina durch die Drucke ersetzen, wenn das angenehmer ist. Temperatur ändert sich bei dem Prozess nicht. P mal V ist konstant. Das ist das Zentrale für einen isothermen Volumenänderungsprozess. Jetzt schalten wir um zu einem adiabatischen Volumenänderungsprozess. Bedeutet, wir packen das Gas in eine Wärmeisolation und expandieren das Gas auf diese Art und Weise. Das Gas leistet jetzt ebenfalls Arbeit. Wenn wir das Ganze energetisch betrachten, muss die Arbeit irgendwo herkommen. Sie kann nicht aus der Umgebung kommen, denn die Umgebung ist thermisch isoliert, also muss sie aus dem Gas selber kommen. Bedeutet, das Gas muss sich abkühlen. Diese Abkühlung werden wir jetzt berechnen. Sie werden sehen, es kommt eine etwas kompliziertere Formel dabei heraus. Wichtig ist hier der rot gekennzeichnete Koeffizient, der Poisson'sche Adiabaten-Koeffizient, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Temperaturänderung, es gilt auch nicht mehr P mal V ist konstant, sondern P mal V hoch Kappa ist konstant, eine der drei Poisson'schen Adiabaten-Gleichungen. Kappa ist der Quotient aus Cp und Cv, aus der isobaren Wärmekapazität und aus der isochoren Wärmekapazität. Hier haben wir eine Liste von verschiedenen Kappa-Werten verschiedener Gase und man kann sehen,
dass dieser Kappa-Wert korreliert mit der Molekülstruktur. Einatomige Gase wie Neon, Helium, Argon, Krypton, Xenon haben 1,66 etwa als Adiabatenkoeffizient. Zweiatomige Gase haben etwa 1,4 als Adiabatenkoeffizient. Man kann diese Koeffizienten abschätzen oder ausrechnen, wenn man ein bisschen tiefer in die Struktur der Gase eingeht, wenn man den Gleichverteilungssatz anwendet und dann pro Freiheitsgrad 1/2 RT an innerer Energie dem Gas zuordnet. Man kommt dann dahin, dass einatomige Gase 3/2 R als Molwärme besitzen und zweiatomige Gase 5/2 R als Molwärme besitzen bei konstantem Volumen. Es kommt ein R dazu, wenn wir die Molwärme unter einem Druck berechnen und entsprechend können wir dann diesen Koeffizienten Kappa ermitteln. Wir betrachten die adiabatische Expansion eines Gases. Wir gehen wieder den reversiblen Weg. Das bedeutet, dass der äußere Druck gleich dem inneren Druck ist. Wir haben die allgemeine Gleichung für die Volumenarbeit. Wir haben den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir haben das totale Differential der inneren Energie mit dem Binnendruck und der Wärmekapazität. Und wir gehen adiabatisch, das heißt, die Wärme ist gleich 0. Ausgehend aus diesen 5 Gleichungen werden wir jetzt die Adiabatengleichungen nach Poisson ermitteln. Wir nehmen ein ideales Gas, das bedeutet, der Binnendruck ist gleich 0. Das vereinfacht unser totales Differential. Wir nehmen außerdem die Zustandsgleichung des idealen Gases P mal V gleich N mal R mal T. Das erleichtert unsere Integration. Wenn wir die erste Gleichung, die dritte Gleichung und auch die letzten beiden Gleichungen kombinieren, haben wir dW gleich CV dT gleich minus P dV. Sie sehen in dieser Gleichung rechts die Änderung des Volumens und in der Mitte die Änderung der Temperatur. Genau darauf zielen wir ab. Also wir wollen eine Beziehung haben zwischen der Volumenänderung und der Temperatur. Wir stellen die Gleichung etwas um. Wir ersetzen den Druck nach dem idealen Gasgesetz. Wir trennen die Variablen. Alles, was Temperatur heißt, kommt nach links. Alles, was Volumen heißt, kommt nach rechts. Und können jetzt diese Gleichung integrieren zwischen Ausgangszustand und Endzustand, zwischen Ausgangsvolumen, Endvolumen, Ausgangstemperatur, Endtemperatur. Wir erhalten zweimal Integrale 1 durch t, das heißt, wir erhalten zweimal Logarithmen. Bevor wir aber integrieren, wollen wir noch den Faktor nr durch cv etwas umstellen. Für ideale Gase ist ja r gleich der Differenz von cp und cv. Und wenn wir jetzt noch die Abkürzung cp durch cv gleich kappa verwenden, haben wir hier Kappa minus 1 vor dem rechten Integral stehen. Ist im Grunde nur eine Abkürzung für den Faktor vor dem rechten Integral. Jetzt können wir integrieren. Wir haben zweimal Logarithmen. Und wir bringen jetzt dieses Kappa minus 1 in den Logarithmus hinein, indem wir ihn als Exponent verarbeiten. Wir erhalten dann ln te durch ta ist ln ve durch va hoch minus Kappa minus 1. Entsprechend den Logarithmenregeln können wir den Quotienten umdrehen und das Vorzeichen des Exponenten verändern und haben dann eine Gleichung, die wir jetzt delogarithmieren und erhalten dann eine der drei Poissonschen Adiabatengleichungen t mal v hoch Kappa minus 1 gleich konstant. Wir haben hier eine Beziehung zwischen Anfangszustandsgrößen und Endzustandsgrößen beim adiabatischen Expansionsexperiment. Wir können jetzt auch noch Beziehungen zwischen T und P und V
ermitteln. Wir können auch die Änderung der Temperatur uns ausrechnen. Wir erhalten dann die Formel, die ich vorhin schon projiziert habe. Wenn wir zum Beispiel für die Temperatur P mal V durch M mal R setzen, dann haben wir diese bekannteste Form der Poisson'schen adiabatischen Gleichung. P mal V hoch Kappa ist konstant. Wir können auch eine Beziehung finden zwischen V, Entschuldigung, zwischen P und T, dann hätten wir diese Gleichung. Je nachdem, welche Aufgabenstellung vorliegt, müssen wir die eine oder andere Gleichung, um uns auf Adiabaten rechnerisch zu bewegen. Nochmal zum Vergleich, wenn wir isotherm, also langsam expandieren, gilt P mal V gleich konstant. Wenn wir schnell expandieren, adiabatisch, gilt P mal V hoch Kappa gleich konstant. Grafisch aufgezeichnet ist eine isotherme eine Hyperbel. Das ist die rote Kurve. Eine Adiabate ist immer steiler als eine isotherme. Das ist in dem Fall die blaue Kurve. Wenn wir zum Beispiel komprimieren, gilt analoges. Wenn wir isotherm komprimieren, bleibt die Temperatur konstant. Wir sind dann auf der roten Kurve. Wenn wir adiabatisch auf das gleiche Endvolumen komprimieren, erwärmt sich das Gas, Temperatur ändert sich, entsprechend ist der Druck auch im Endzustand höher. Das ist die blaue Kurve. Wir fassen zusammen. Wir können zwei Grenzfälle für die Kompression und Expansion von Gasen aufstellen. Einmal die isotherme Kompression, da gilt P mal V gleich konstant, da gilt, dass die Arbeit gleich minus nRT ln Endvolumen des Anfangsvolumen ist. Da gilt, dass die Wärme gleich minus der Arbeit ist, bedeutet bei einer isothermen Expansion wird Wärme komplett in Arbeit umgewandelt. Für eine adiabatische Expansion gilt die Poisson'sche Gleichung P mal V hoch Kappa ist konstant. Hier ist die Arbeit gleich CV mal der Temperaturänderung und hier ist Delta U gleich W. Das bedeutet, hier wird die innere Energie des Gases in Arbeit umgewandelt.